Willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, wir haben den Sprung leider nicht überlebt. Aber dafür sind wir jetzt unten. Ich glaube, es hat sich gelohnt, einmal zu sterben. Na und? Hast du was dagegen? Eigentlich nur rennen, aber gut. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Hör mal. Was ist das, Maurice? Irgendein verlogenes Geständnis? Glaubst du wirklich, das ändert meine Meinung? Oh Mann, ey. Wir haben irgendwas gefunden. Mit einem Fuß im Grab. Okay, dann starten wir die Mission nochmal. Und die nächste Mission machen wir dann wieder. Ich habe alles. Schicksalauftrag oder so. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. DedSec sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen formiert es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Noch eins. Von der Elfenbeinfelder Brücke. Ich muss ja immer in diesen Umkreis sehen, oder nicht? Ist auch mal nicht. Was soll hier sein?
Okay. Die sollte ich finden, oder was? Hier der gute... Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fuhr. Hä? Das ist ein ganz normaler Penner, der Tief. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fuhr. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Badsack versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Ja, bitte. Ich meine, du kannst auch sehr überzeugend sein. Guck mich ja mal an. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des konnte die Polizei... Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Ich mach diesen Chips noch nebenher. Und deinen schaffe ich auch noch. Nettes Setup. Solche Typen gibt es wie Sand am Meer. Nicht. Halt dich nicht unnötig angestellt. Hau auf. Denk dran, das ist meine Firma. Pass auf. Vorsicht. Sehr viel Technik für so einen Ort. Hm. Wo muss ich hier sein? Gut, hier noch nicht. So. Ich hab den Obdachlosen, ja. Hm. Bin ja schon einmal durch hier. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und eine... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Pokerrunde, hä? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Gott, wenn hier ich Poker spielen muss. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hm. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fluor finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Hm. Ich treffe dich auf der Insel. Okay. Jetzt stellen wir erstmal unser Team zusammen.
Mach ich doch. Komm schon. So, das sollte reichen. Ja. Ja, Alter, da stehen auch noch welche. Klar. Ich wollte den Springer zum anderen Auto laufen. Nein, da steht ja auch noch einer. Ach ja, stimmt. Den habe ich auch direkt gesehen, ey. Nee, den K.O. geschlagen hätte er erstmal 30 Jahre gebraucht. Meine Güte. Am besten, nee, ich... Hey, du wirst mir das... Ja. Ich weiß jetzt, wo ich Flur finde. Ja, wir wissen es. Ja, wow, wo ist dein Auto? Echt? Echt ein? Aiden? Es ist ein Auto, glaubst du es? Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Verstärkung! Mann, so ein Pisser, fällt mir voll rein, ey. Alter, was? Mann! Lasst mich in Ruhe! Ich will eh nicht schießen. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Ja. Komm, leck mich. Ja, genau. Stell dich ja so hin. Ah, komm schon, Mann. Und ob ihr Zivilist denn? Was ist denn hier los, verdammt? Lauf! Echt noch eine werfen. Da ist er, da. Na, na. Oh Gott, dann. Raus da, verdammt! Komm! Oh Mann, danke! Ich wollte ja nicht retten, aber gut. Renn! Mann!
lange gebraucht für. Okay. Dann eine Runde Poker mit Tobias Fuhr. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Alles klar. Oh. Das war gut. So, weiter geht's. Schon. Ich hoffe, dass mein Ruf wieder ein bisschen höher geht, weil ich ein paar Menschen gerettet habe. Oh, I'm sorry. Es tut mir echt leid. Oh, er ist gestorben. Das tut mir echt leid. Ich werde deiner Familie Bescheid sagen, wenn ich handige. So. Na, Moment mal gucken. Damit er nicht mehr sucht. Ah. Ich glaube, meine Pokerchips sind die Kugel aus meiner Shotgun. Illegales Poker. Ach so, da gehört gar nicht dazu. Ich dachte, der Türsteher. Einer von den Typen muss Tobias sein. Oh nö, muss ich echt mitspielen? Ich habe gar keinen Poker. Oh nö. Ja, ja. Ja, ich weiß. Mit 10 und Ass eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir einen anders ein bisschen erhöhen. Ne. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Ah. Tobias! Stopp! Ah. Wer hat dich getickt? Scheiße. Hey, pass doch auf. Ja, du musst auch aus dem Weg gehen, dann geht das doch. Oh mein Gott. Bleib mal einfach stehen, Mann. Stehen bleiben, du! Ich will dich gar nicht. Doch, dich will ich. Hört mir mal, Freund, wenn ich dich habe, dann ist nicht mehr zu lachen. Mann, ist ja lahmarschig. Ja, schieß doch auf mich, du! Sei froh, dass ich ja nicht in die Beine schieße, ja, mein Freund? Sei froh, dass ich dir keinen Krüppel mache. Wenn ich dich habe, mache ich aus dem Krüppel, das schwöre ich dir. Bleib stehen! Was macht man denn da? Warum hüpft denn nicht normal über den Zaun? Danke, macht mir noch leichter. Na, schreck mich nicht ab, du. Alter, falscher Knopf. Okay, ich muss anderen angreifen.
Ja, ja, auf der Straße. Nehmen wir, mein Freund. Ich will dir ja gar nichts tun. Das ist nicht wahr. Ich weiß es. Reicht jetzt. So. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Ich will echt einen Knall. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Jetzt schiebt mal einen Dachschaden. Warum darf ich ihn nicht erschießen? Der Typ ist irgendwie komisch. Besuch? Dann sehe ich Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits hergestellte Towns. Wir Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Gems, Blackouts und CTOS-Scans verkauft. Okay. Das ist super. Und ich mache hier nochmal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.